kurze Haare, oh mein Gott. Leute, wir fangen jetzt einfach mal mit meiner Kaufberatung an. Also viele E36-Modelle sind ja schon über 20 Jahre alt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für wenig Geld was Gutes zu finden, ist echt nicht so einfach. Also 2.000 bis 3.000 Euro könnt ihr schon mal vergessen. Damals, als ich meinen gekauft hatte, lagen die auch so 2.000 bis 5.000, 6.000 Euro. Aber das ist schon auch fast 20 Jahre her. Scheiße, bin ich alt geworden. Aber ja, ist echt super schwierig, ein gepflegtes Modell zu finden, was nicht verbastelt ist, auch nicht getuned ist und so. Deswegen in diesem Video gehen wir dazu jetzt einfach mal durch. Meine ganzen Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen und ich schreibe auch nochmal die Quellen darunter, weil ich will mich jetzt nicht mit fremden Filtern schmücken oder so. Ich weiß zwar einiges und auch schon vieles, aber nicht alles und deswegen soll ja jeder was von haben. Also Kaufberatung E36. Da seht ihr nochmal mein Foto von damals, also ganz witzig, das war ein 328i Cabrio. Das war mein Traum, also das war so einer meiner schönsten Autos von damals und ja, ich war ganz schön traurig, als ich den abgegeben habe. Ich habe mich so geärgert, aber naja, kann man nicht ändern. Da hatte ich auch nochmal ein Cabrio gehabt. Seht ihr, das ist ein anderer. Violettton war das. Aber wie ihr sehen könnt, der war nicht in so gutem Zustand. Ja, ich habe damals mal alles ausprobiert, wie ihr wisst. Ich verlinke das hier oben nochmal da. Da seht ihr jetzt nochmal meine ganzen Autos. Die habe ich alle nochmal aufgezählt. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Also ich glaube, das hat auch schon über 100.000 Aufrufe. Für mich als kleinen Kanal ist das echt schon mega. Ne, das sind so, was wir jetzt durchgehen, also die Schwachstellen, Außen, Innenraum, Motoren sprechen wir, Laufleistung, Verbrauch, dann Versicherungseinstufen ist auch mal ganz wichtig, Verschleiß, LPG-Fahrzeuge, also Gasfahrzeuge, da gehen wir nochmal kurz drauf ein, Tuning, was hat man früher getunt, was war so das Übliche, was man gemacht hat, dann Besonderheiten beim E36 M3, das werde ich auch nochmal ansprechen in diesem Video, Fazit, Empfehlung von mir. Und ganz zum Schluss zeige ich euch nochmal Videos von meinen alten E36 in Bilder. Also wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ich mache auch nochmal so Sprungmarken unten im Video. Dann könnt ihr immer zu diesen Teilen vorspringen, die ihr jetzt sehen wollt. Also müsst ihr nicht alles anschauen, wenn ihr nicht wollt. Ich würde mich freuen, aber das für euch so als Info. Kurzes Vorwort. Das ist nochmal meine Quellen, die ich hier euch nochmal zeige, wo ich alles gefunden habe. Das packe ich unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Und einen Kommentar lasse ich auch nochmal unten drunter. Den pinne ich an. Dann könnt ihr da nochmal nachschauen, wenn ihr irgendwas nachlesen wollt. Also wie gesagt, das war jetzt Autobild, YouTube-Video war dabei, Motortalk ist eine super Adresse, da sind echt viele Leute, die richtig gute Ahnung haben. Da so wie gerade automotorsport.de, BMW-Club E36, E46, auch super Seite, also schaut da mal rein, Wikipedia natürlich, Spritmonitor wegen dem Verbrauch, da kann man das für jedes Modell sich anschauen, die Leute tragen dann ihren Verbrauch ein, sehr, sehr gut. Dann autoampel.de, das sage ich meinen Kunden immer, bevor ihr euch ein Auto kauft, schaut da rein, gebt die Typschlüsselnummer ein, dann könnt ihr sehen, wie sind die so eingestuft, die Autos, weil wenn ihr den Wagen nachher gekauft habt, ärgert ihr euch nachher bei der Versicherung schwarz, dass das so teuer geworden ist, aber meistens liegt das auch an den Typklassen. Dann YouTube-Video noch und ja, dann geht es jetzt einfach mal weiter. Also Schwachstellen außen ist auf jeden Fall, sagt auch jeder braune Pest, ist das immer genannt, also Karosserie auf Rost überprüfen. Also ich kenne glaube ich kaum einen E36, der keinen Rost hat, ist einfach der Wahnsinn. Hier seht ihr es von meinem Wagen damals, Radläufe, fing schon an zu rosten und so übliche Schwachstellen eben halt. Unten seht ihr den Kofferraum nochmal, das ist jetzt hier total am Rosten. Dann zeige ich euch nochmal, also Seitenschwelle müsst ihr aufpassen, Kotflügel, Auspuff ist wichtig, Tür, Unterkanten, einfach Tür aufmachen, ein bisschen gucken eben halt, da könnt ihr meistens schon was abbröckeln, so schlimm ist das bei manchen Modellen. Kofferraumdeckel, da ist es auch immer sehr oft gesehen. Kofferraum dabei gleichzeitig auf Nässe und Unfälle kontrollieren. Also wenn ihr schon Kofferraum auf habt, dann nehmt unten die Verkleidung hoch, also diesen Teppich eben halt. Da könnt ihr auch nochmal schauen, ist es nass da unten, ist es schon mal Unfall gewesen. Dann Wagenheberaufnahme ist auch ganz, ganz oft, dass das da rostet. Wie Radläufe hatte ich gerade schon gesagt. Beispiele im Internet, ja, da wollte ich euch das auch nochmal zeigen. Ich habe es mal in der Internetseite aufgemacht. Wie ihr sehen könnt, ich gebe einfach mal Rost ein. E36 Rost, schaut euch das an. Also das ist einfach der Wahnsinn. Also ich glaube, schaut euch das an, ist einfach nur krass. So viel Rost und Wagenheberaufnahme und so. Ja, da müsst ihr wirklich alles abschleifen, versiegeln und dann nochmal neu lackieren lassen.
Also das ist einfach krank. Hatte ich bei vielen Modellen früher bei mir gehabt. Schiebedacht müsst ihr aufpassen, nehmen halt undicht, öffnet, schließt nicht richtig. Und beim Cabrio müsst ihr aufpassen, Schließmechanismus kontrollieren. Also am besten das Cabrio-Verdeck einmal auf und zu machen, ob das alles so klappt. Manchmal hakt es auch bei manchen Modellen. Dann Dichtigkeit schauen, dass es auch dicht ist. Das Verdeck, Heckscheibe ist meistens hinten ein Knick drin. Kann man über die Teilkaskoversicherung ersetzen lassen. Waschstellen im Innenraum. Also hier seht ihr nochmal ein Bild von meinem Innenraum damals. Hier gab es auch so eine schöne Handyhalterung. Und hier hatte auch jemand schon mal was reingebaut. Einfach nur schlimm. Ja, also wie gesagt, diese Sportsitze sollte man kontrollieren. Meistens sehr abgenutzt. Kann man mit einem Lederset vom lederzentrum.de. Schaut euch einfach mal rein. Also da habe ich schon mal ein paar Sets bestellt. Einfach sehr, sehr gute Qualität und da kann man das reparieren. Also hier seht ihr es auch schon ein bisschen. Ist aber noch nicht kaputt. Keine Löcher drin. Das ist sehr gut. Also man kann es dann selber einfärben. Also man raut das hier auf. Gibt es extra so eine Lederfarbe speziell dafür und dann könnt ihr das nochmal einfärben und nachher versiegeln. Also sieht dann aus wie neu. Dann Pixelfehler im Bordcomputer austauschen oder vom Privat reparieren lassen. Ja, da hatte ich das auch nochmal gezeigt hier. Einfach mal BMW Pixelfehler eingeben. Das sind die Pixelfehler im Bordinstrument. Im Bordcomputer hier. Und dann hat man das damals repariert und reparieren lassen. Hier sind auch die alten Bordcomputer. Die hat man komplett, hatte ich damals auch mal ausgetauscht, einfach einen neuen reingebaut und dann war es wieder vernünftig. Oft ist das auch immer die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Mögliche Ursachen, zum Beispiel defekte Sitzbelegungsmatten, Gurtstraffer-Defekt, Schleifring am Lenkrad ist auch manchmal der Fehler. Am besten Fehlerspeicher auslesen, weil dieser leuchtet so lange, bis der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Und wenn ihr die Lampe am Leuchten habt, die Airbag-Kontrollleuchte, dann kriegt ihr auch keinen TÜV. Also das ist auch sehr schlimm. Dann Kleber vom Dachhimmel löst sich oft und hängt dann runter der Dachhimmel. Das kennt ihr bestimmt bei manchen Videos. Seitenverkleidung hinten ist meistens auch noch defekt oder locker oder die, sag ich mal, die Halterung brechen dann ab. Dann kommen wir mal zu den Motoren. Da habe ich eine gute Seite bekommen. Das verlinke ich unten nochmal. Also ihr seht die ganzen Motoren eben halt. Hier ist der Vierzylinder. Seht ihr auch PS-Anzahl, wie der Motor heißt, die spezielle Bezeichnung davon. Dann hier 316, 316G, 318i, IS, Vierzylinder Dieselmotoren gab es auch noch. Sechszylinder Ottomotor. Also deswegen sagen alle, 6 Zylinder hält am längsten, aber ja, die 4 Zylinder sind jetzt auch nicht schlecht. Sehen könnt, hier ist der M3 noch, S50 B30 Motor, das war die erste Version und danach kam ja der mit 321 PS raus, das ist der B32 und ja, das ist dann, habt ihr mal so eine Übersicht, das ist immer ganz interessant. Hier sind die Dieselmodelle hier unten noch, von den Modellen gab es sogar auch, zeige ich euch gleich nochmal, hatte jemand geschrieben, ich glaube bei Autobild oder so, war ein 5er Modell mit diesem Motor, hatte über 1 Million Kilometer drauf mit dem ersten Motor. Also da könnt ihr schon mal sehen, dass das echt eigentlich wie ein Uhrwerk läuft. Und das ist auch nochmal die Internetseite, das verlinke ich als Video, wie gesagt, darunter. Thema Laufleistung, hier sind auch nochmal ein paar Bilder von meinen Autos, die ich habe die früher echt, wie ihr sehen könnt, ist überhaupt nicht so schlimm, weil 6 Zylinder hatte ich damals gehabt. Das sind nochmal die Bezeichnung von den Modellen 320, 323, 325, 328. Und da hatte ich die damals mit 230.000 Kilometer gekauft, ohne Probleme, konnte 20.000, 30.000 Kilometer fahren, nie was gehabt, immer nur aufpassen, wegen hatte immer Ölwechsel, warm und kalt fahren und ja, dann war es damals eigentlich kein Problem. Dann gibt es hier noch ein paar Worte zu Dieselmotoren. Also die Motoren gelten vor allem nach der Überarbeitung 1996 als äußerst solide und haltbar. Und das, wie gerade angesprochen, ein von Auto Bild gefahrener M51 im E39 525 TDS knackte die 1 Million Kilometer mit dem ersten Motor. Das ist heute eigentlich kaum noch vorstellbar bei den ganzen Motoren, dass ein Auto so lange überlebt. Das ist schon irgendwie verrückt, aber auch traurig. Dann für Dieselmotoren sind die 6-Zylinder bemerkenswert laufruhig. Der 6-Zylinder diese Punkte in Sachen Leistungsentfaltung und Durchzugskraft auch im direkten Vergleich mit dem nominell vergleichbaren M52 Motor auf 2 Liter Basis, 143 PS zu 150 PS. Man möchte, kann beide Modelle auch problemlos auf Salatölbasis betreiben. Das fand ich ganz witzig, deswegen wollte ich das nochmal mit reinschreiben. Da musst du auch noch aufpassen, die Abgaseinstufung war bis 1996 Euro 1, danach Euro 2. Also ihr bekommt keine, beziehungsweise nur die rote Umweltplakette. Also so müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr irgendwo in der Stadt wohnt mit der Umweltplakette, dann habt ihr ganz schön Probleme. Ja. Und wie gesagt, mit Euro 2 konntet ihr noch die Kfz-Steuer noch halbieren. Also auch sehr interessant, das zu wissen. Hier seht ihr es auch nochmal unten, der Link zur Kaufberatung. Also nächster Punkt ist der Verbrauch. Ich habe mir die Seite spritmonitor.de genommen. Also ich glaube, die kennen viele von euch da draußen. Da kann jeder sich anmelden und sein Modell einpflegen und dann, sage ich mal, seinen Verbrauch mit eingeben. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich das einfach mal anschauen. Und genau schauen wir, wie viel verbrauchen die ganzen Modelle denn. Also ich habe mal angefangen mit 316i, also 8,2 Liter war so ein Durchschnitt. Dann der 318i, 8,63 Liter im Durchschnitt. 320i ist so 9,47 Liter im Durchschnitt. 323i, 9,51 Liter. Und jetzt kommt es, 325i ist jetzt ein bisschen mehr, 10,18 Liter. Aber der 328i war wieder sparsamer. Dann legen die so meistens bei 10,01 Liter, obwohl der mehr PS hat. Und dann kam der M3 natürlich für euch als Info nochmal, hat so 11,6 Liter. Und der Nachfolger, das ist ein neuer Modell,
Modell hat sogar ein bisschen weniger verbraucht, also fast 1 Liter weniger. Und dann gab es noch die Dieselmodelle, 318 TDS, 6,71 Liter. Und 325 TDS 7,63 Liter. Also auch einfach verrückt für die damaligen Verhältnisse. Dann nächster Punkt, Versicherungseinstufung, was ich euch schon gerade gesagt hatte. Also da müsst ihr aufpassen. Ich habe jetzt auch mal ein Beispiel genommen vom E36 M3. Das könnt ihr hier sehen, das ist jetzt die Internetseite autoampel.de. Und hier könnt ihr schauen, also für jedes Modell gebt ihr einfach die Schlüsselnummer ein, die ihr im Fahrzeugschein stehen habt. Oder beim Verkäufer oder so soll euch diesen Fahrzeugschein mal einfach durchgeben. Und dann gebt das mal ein. Also ihr seht das hier, ist das unterteilt in Haftpflicht. Weil jedes Auto muss ja eine Haftpflicht haben, wenn er denn anmeldest. Das ist einfach nur, wenn ihr Schäden bei anderen verursacht. Also er ist super günstig eingestuft für Haftpflicht. So einen günstigen M3 habe ich noch nie gesehen. Aber wo es da richtig hapert ist, wenn ihr dann Teilkasko nimmt, dazu nimmt, dann hat er bei Stufe 25. Und das ist eigentlich sehr, sehr hoch schon. Teilkasko ist so Diebstahl, Hagelschäden, Wildschäden, Glasschäden und so, das ist alles mit Teilkasko. Und Vollkasko ist dann natürlich, wenn ihr selber gegen einen Baum fahrt, sag ich mal, euer Wagen wird zerkratzt, bei euch fährt jemand in eine Karre und haut einfach ab, also Unfallflucht, dann müsst ihr es über die Vollkasko regeln. Aber das ist so die Hinweise von mir da draußen. Wenn euch daran interessiert, dann schaut euch das mal an. Also hier habe ich das nochmal alles aufgeschlüsselt, Versicherungskosten, Typklassen. Also es gibt verschiedene 316i-Modelle, die liegen so zwischen Haftpflicht 12 bis 20 und Teilkasko 12 bis 18. Und Vollkasko 10 bis 15. Dann gibt es nur 318i. Wie ihr sehen könnt, ist der schon, wie er fängt er bei 17 an, obwohl der andere hatte 12. Da müsst ihr auch, wieder, könnt ihr auch ein bisschen Geld sparen. Hier ist es dann von 16 und hier fängt er auch schon bei 12 an und hier ist 12. Ja, und jetzt geht es immer so weiter. 320i, 10 bis 20. Teilkasko 14 bis 20 und Vollkasko 11 bis 15. Dann 323i, das ist 12 bis 19. Teilkasko 17 bis 21, 12 bis 18 und dann wird es auch immer ein bisschen mehr da oben gehen, wie ihr sehen könnt, obwohl 325 geht noch, also gibt es Modelle mit Haftpflicht in der Stufe 10 bis 18, dann 15 bis 21, 13, jetzt kommen die größeren Modelle, da geht es 11 bis 18, 19 bis 22 und 13. Also hier seht ihr auch schon wieder, das Modell ist wohl bei Diebstahl ein bisschen eine Stufe wieder höher und das seht ihr hier, es geht immer eine Stufe höher, je teurer und ja, die Autos sind ungefähr, oder je beliebter die Autos sind, je mehr Unfälle die bauen eben halt oder gestohlen werden. Und 328i ist natürlich ein sehr beliebtes Auto. Dann gibt es hier den M3, also Typklasse dann mit 11, wie gesagt, das ist hier nochmal 11. Dann Teilkasko 25 und Vollkasko 28. Ja, also das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wenn ihr jetzt mal guckt, ihr holt euch hier, was weiß ich, ein 325 hier mit 10 und 15. Das sind 10 Stufen Unterschied bei Teilkasko. Und wenn ihr, kommt drauf an natürlich, welche SF-Klasse ihr habt. Also bei 10 Klassen ist das schon echt eine Menge da. Deswegen immer vorher vergleichen. Hier sind Dieselmodelle auch nochmal. Der nächste Punkt, Verschleiß. Also das sind jetzt Tipps von mir, was ich so gefunden habe, was man, wie man die auch erkennen kann. Also Querlenker können ausgeschlagen sein, poltern, wenn man über schlechte Straßen fährt. Radlager hatte ich auch mal früher ein Problem gehabt, also es ist ein bisschen Wummern eben halt, aber nur wenn ihr, sag ich mal, in eine Kurve fahrt, wo ich dich einlenke, dann hört ihr so ein Wummern, bei Geradeausfahrt hört ihr das gar nicht. Dann Domlager, zum Beispiel Quietschen der Federn, Knacken beim Lenken, dann Lüfterendstufe hatte ich auch mal gehabt, da wurde die Heizung nicht warm in meinem Auto. Bordcomputer, die fahren manchmal auch komplett aus, dann müsst ihr die einfach tauschen. Auch oft das Problem, Fensterheber sind oft defekt, also es gibt so Gleitstücke, die sind sehr, sehr günstig, also 2 Euro pro Stück. Und die Seitenscheiben fahren da nicht richtig hoch und runter oder bleiben mittendrin stehen oder das knackt beim Hoch- und Runterfahren. Und wenn es das wirklich schon macht, dann würde ich es nicht mal ausprobieren, weil wenn das Gestänge da drin sich verbiegen kann, dann kann es sein, dass die Scheibe total schräg im Fenster hängt und die fährt gar nicht mehr hoch. Und das wäre natürlich total Katastrophe. Kupplung, vor allem wenn jetzt Anhängerkupplung oft benutzt wird, sag ich mal, jemand nimmt einen E36 zum auf Sachen transportieren oder so, dann müsst ihr auch nochmal gucken, dass die Kupplung auch in Ordnung ist. Außenspiegel, dass ihr die auch nicht gewusst sind, permanent beheizt, ist egal wie warm es draußen ist, deswegen gibt es einen hohen Verschleiß. Also da könnt ihr neue Spiegel manchmal kaufen dafür. Klimabedienteil ist defekt, das hatte ich auch schon mal gehabt. Dann Thermostat kann defekt sein, dann wird es auch nicht warm drin oder so, das kann man auch daran erkennen. Servolenkung, ja, da müsst ihr auch mal gucken, dass sie funktioniert, einfach mal richtig einschlagen, ob ihr dann Geräusche hört. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, aber das kennt ihr ganz genau, also die Ölwechselintervalle wurden hier eingehalten, Ölverlust ist erkennbar. Und am besten Einfülldeckel des Motoröls ist auftreten, reinschauen, ist da verschlammt, oder befindet sich Öl im Kühlwasser oder Wasser im Öl. Also die letzten beiden Punkte sind Indizien für eine defekte Zylinderkopfdichtung. Dann ein weiß gesprenkelter bzw. verkalkter Motorraum weist oftmals auf einen alten Defekt des Kühlkreislaufs hin. Ja, das hat die auch bei manchen Gebrauchtwagen gehabt. Da habe ich das gesehen, wenn er das aufmacht, also ringsrum, da ist schon im Kühlwasser ausgetreten. Dann Zahnriemen immer auf Alter prüfen. Also Wechselintervalle alle 40.000 Kilometer oder 6 Jahre müssen beim M40, 316i und 318i peinlichst eingehalten werden. Also diese Vierzylinder-Modelle. Gefahr des Zahnriemenreißens bzw. dessen Zahnausfall und damit des kapitalen Motorschadens.
Also aufpassen, es gibt auch, glaube ich, Steuerkette beim den Vierzylinder-Modellen gab es wohl auch noch. Und dann, was ich noch gelesen hatte, lieben Dank nochmal Thomas, Hinterradsaufnahmen können eingerissen sein. Nächster Punkt war jetzt die, es gab früher also LPG-Fahrzeuge, Gasfahrzeuge, die wurden umgerüstet auf Gas, damit man ein bisschen die Spritkosten spart. Das hatte ich beim E36-Modell zwar nicht so oft gesehen, eher bei den 5er- oder 7er-Modellen, weil die natürlich viel mehr verbrauchen. Und ja, ich hatte damals mal 47i gehabt mit einer Gasanlage, war sehr, sehr geil, sehr guten Verbrauch, viel PS, 286 PS und ja, konnte damit voll tanken für 20, 30 Euro und war sehr geil. Das sind hier noch ein paar Bilder von mir und sind sehr sparsam. Also beim E36 hatte ich mal jetzt zum Beispiel gelesen, voll tanken normalerweise so zwischen 25 bis 30 Euro. Und dann statt 70 bis 90 Euro. Das macht sich natürlich bezahlt, wenn ihr sehr, sehr viele Kilometer abreist. Aber ihr müsst aufpassen, dass auch alles gut umgerüstet ist und eingestellt ist. Da hatte ich auch viel gelesen, dass viele haben eine Gasanlage drin, aber die läuft nicht richtig gut, weil wenn ihr jetzt sehr viel, also höhere Geschwindigkeiten auf der Autobahn fährst oder so, dann wird alles ziemlich heiß. Ist auch nicht so gut für die Ventile eben halt. Und ja, ihr müsst aufpassen, dass das auch sehr gut eingestellt und umgerüstet ist. Also nicht nur billig einbauen oder so, da müsst ihr gucken, wenn ihr so einen Wagen kauft, dass das auch als vernünftig läuft. Also bei der Verbrennung entstehen höhere Temperaturen, Ventile leiden darunter, wenn diese nicht ausgetauscht werden, kann das sehr teuer werden. Dann hat ihr noch gelesen, Injektoren können oftmals dicht sein. Also das ist so bei diesen Gasfahrzeugen, worauf man achten sollte. So Thema Tuning hatte ich dann auch nochmal so aufgeschrieben, was hatte man damals denn so gemacht zum Thema Tuning. Also die meisten haben den kleinen oder mittleren Bordcomputer auf großen Bordcomputer umgerüstet, weil man da mehr Informationen hatte und das sah einfach besser aus, wenn man so einen großen Bordcomputer im Auto hatte. Dann die Tachobeleuchtung und Tachoscheiben zum Beispiel wurden auf weiß umgerüstet, hatte mein Bruder, das zeige ich euch nochmal zum Schluss im Video. Das sah schon damals manchmal sehr, sehr cool. Irgendwie weißen Tacho-Instrumente hat so niemand gehabt. Dann Xenon nachrüsten, die meisten Modelle hatten damals auch nur Halogenscheinwerfer und man wollte immer dieses schöne Xenon haben, weil jeder wusste genau, Xenon damals war was so Neues, was so nur die neueren Autos hatten. Und wenn du dann so einen alten E36 Xenon gesehen hast, das war schon irgendwie cool. Aber man muss dann natürlich aufpassen, dass das auch alles vernünftig verbaut wird und die richtig auch eingestellt sind von der Höhe. Und es war schon ein bisschen heikel damals. Dann die Corona-Ringe nachrüsten, CCFL-Ringe, sagte man damals immer. Und hier habe ich noch ein Beispiel gemacht, das sind die ich jetzt hier in meinem Cabrio hatte, diese Angel Eyes im halt. Die hatten sie damals auch nicht alle gehabt, das kam erst nach und nach. Und das war einfach so ein Hingucker und das wollte man einfach haben. Das war einfach sehr, sehr cool. Hier unten seht ihr es. Ich glaube, der hatte keine Ringe drin gehabt, aber dafür Felgen. Hier seht ihr es auch, denn das war mein Katastrophenauto. Da hatte ich auch nochmal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich oben rechts nochmal. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Also es war mein richtiger Griff ins Klo. Bin ich zum Anwalt gegangen. Der TÜV hat irgendwie 2 Seiten Mängelbericht geschrieben. Der Wagen war gar nicht, durfte gar nicht mehr fahren, hat aber TÜV neu bekommen. Das war so eine Never-Ending-Story und schaut euch das Video mal an. Also es ist einfach der Wahnsinn, was ich da erlebt habe mit dem Wagen damals. Dann Klimaautomatik nachrüsten, haben viele gemacht. Eine Funkfernbedienung war auch so ein Highlight. Das hatte man auch damals nicht gehabt. Heute hat jeder, weiß nicht, jeder Kleinwagen so eine Funkfernbedienung. Und damals war das einfach nicht gang und gäbe. Viele haben sich das dann nachgerüstet. Und ich habe einen Kollegen geschnappt, wir haben da rumgebaut und so. Ich finde das so cool, mit Schlüssel dann nachher den Wagen aufzuschließen. Von der Entfernung immer halt. Das war, ja, gab es früher gar nicht. Dann eine Umrüstung auf M-Paket, das war auch mal so ein Highlight, wie ihr sehen könnt. Die hatten jetzt M-Paket gehabt, aber es gab auch Modelle ohne M-Paket, aber wie ich gelesen habe, gibt es viele original-identische Teile, also zum Original ohne BMW-Logo, die wirklich sehr gut passen. Also ich glaube, an Nachrüst-M-Paket-Teile mangelt es, glaube ich, im Internet nicht. Und dann hatte ich gesehen eine Ansaugbucke, weil mein Bruder hatte damals einen 323i gehabt und man konnte den, sag ich mal, ein bisschen mehr PS verhelfen, wenn man die Ansaugbucke vom 325, 328 genommen hat. Dann, nächstes Thema war die Innenspiegel, also elektronisch abblenden, also automatisch abblenden hat man dann noch nachgerüstet. Das war auch nicht so Standard damals. Dann PDC, also Park Distance Control, hatte auch nicht jeder früher damals gehabt und das war irgendwie so eine Spielerei, aber irgendwie fand man es cool und deswegen hat man es das auch noch nachgerüstet. Sitzhaltung nachrüsten, das war auch noch so mal so gang und gäbe. Also ihr seht ja mal Besonderheiten beim E36 M3. Also ich habe das Video auch nochmal, verlinke ich hier oben nochmal. Den Wagen hatte ich nämlich in meinem Video vorgestellt. Vielen Dank nochmal an Buchs Automobile, die haben mir den gegeben und hat super viel Spaß gemacht, wenn man überlegt, wie alt er damals war. Und damals hatte ich ja nur einen 328i gehabt und ich wollte immer mal einen M3 haben. Und jetzt habe ich E92 M3 und M4 und ist so geil, dass das so alles geklappt hat. Hat super viel Spaß gemacht. Und wie ihr sehen könnt, die erste Serie des M3 lief Ende 1992 vom Band, also hatte diese Motorbezeichnung S50B30. Und Highlight war einfach vom 3-Liter Sechszylinder, dass die Einzeldrosselklappen und die an der Einlassseite verstellbare Nockenwelle Vanos. Das Vanos-System verschafft dem Motor ein hohes und gleichzeitig früh einliegendes Drehmoment, 320 Newtonmeter bei 3600 Umdrehungen. Bei 7000 Touren liegt die Höchstleistung von 286 PS an. Ab Ende 95 verbaute BMW im M3 die 3,2
2 Liter großen Maschine S50 B32 mit 321 PS. Also dieser Motor verfügt sowohl auf der Einlass- als auch auf der Auslassseite über eine verstellbare Nockenwelle, Doppelwarnuss. Hatte ich von Auto Bild gelesen, jemand habe ich reingepackt, das hat mich super beschrieben, deswegen dachte ich mir, packe ich mit rein. Und dann die erheblich gestiegene Motorleistung des M3 E36 gegenüber dem Vorgänger verlangt unter anderem nach einer Überarbeitung des Fahrwerks und der Bremsanlage. Mit dem M3 3,2 Liter wurde vorne eine Compound-Bremsanlage eingeführt. Das wusste ich auch noch nicht, deswegen hatte ich das auch noch mit reingeschrieben. So Warnes-Probleme gab es damals wohl auch sehr oft. Also hier nochmal, das Warnes-System funktioniert mechanisch und hydraulisch. Nicht selten klagen M3-Besitzer über Probleme mit der Technik. Sowohl bei der Mechanik, dem Warnes-Getriebe als auch bei dem Hydrauliksystem können Fehler auftreten. Defekte machen sich durch einen unrunden Motorlauf, Rasselgeräusche, Leistungsverlust und durch verspäteten plötzlichen Leistungsansatz, also Einsatz, bemerkbar. Werkstätten tauschen in solchen Fällen gerne die gesamte Warnes-Anlage. Beim Doppelwarnuss kann dies bis zu 4.000 Euro kosten. Das ist einfach verrückt. Dabei lassen sich auch einzelne Komponenten tauschen, wie etwa die Getriebeeinheit. In einigen Fällen sind die Probleme bereits mit neuen Dichtringen behoben. Die O-Ringe am Magnetventil, der Hydraulikanleitung verschleißen an Druckverlust ist die Folge. Dann bei Sun-Systems liefert für viele BMW-Warnuss-Systeme neu die Dichtringe. Die Reparatur kostet so deutlich weniger. Noch günstiger im Netz finden sich Videoanleitungen zum selber reparieren. Also da könnt ihr auch nochmal drunter schreiben. Ich hatte zum Glück keine Probleme gehabt, aber auch vom Kollegen jetzt nicht so weit gehört, aber diese Fälle gab es und das wollte ich auf jeden Fall mit ins Video packen für euch da draußen. Ja, und natürlich auch SMG-Getriebe. Sateur können auch Reparaturen am SMG-Getriebe ausfallen, weswegen viele die handgestellten Exemplare bevorzugen. Ausgeschlagene Fahrwerke zählen ebenso zum BMW M3-Repertoire. Und wie natürlich das Thema Rost, das hatte ich ja. Das ist das gleiche Modell, E36-Karosserie, der muss ja auch mal nach Rost Ausschau halten. So, Fazitempfehlung. Hier seht ihr nochmal ein paar Bilder von mir. Also am besten einen Kumpel mitnehmen, der schrauben kann oder sich ausgehen mit zur Besichtigung nehmen. Also 4 Augen sehen mehr als 2. Und es ist immer besser, wenn jemand Neutrales dabei ist, weil ich kenne das, ihr kennt das auch, wenn man sich verliebt hat in den Wagen, dann schaut man über den einen oder anderen Mangel hinweg, sagt man, ja, das kann man selber machen, kann man hier machen und man ist dann nicht so neutral mehr, wenn man einfach so gehypt ist und man sieht geile Felgen, geilen Auspuff, das reicht ja für uns gerne manchmal schon, aber da am besten noch einen Kumpel mitnehmen. Und wenn ihr jetzt keinen Kumpel habt, fahrt dann mit dem Verkäufer direkt zum Gebrauchtwagencheck. Also es bietet BMW auch an, das hatte ich damals auch mal gemacht, habe ich glaube 70, 80 Euro bezahlt, beim E46 M330 hier war das. Die haben sich dann auf die Bühne genommen, haben alles nachgeschaut, ob das so passt von der Laufleistung, ob es irgendwelche Mängel sind oder so, und das war überhaupt kein Problem. Also wenn der Verkäufer da nicht zustimmt, dann bist du genauer, also da ist schon irgendwas im Argen. Dann am besten Kilometerleistung vielleicht mit Kali OBD Adapter kontrollieren, also jeder kennt ja diesen Kali Adapter. Ich weiß gar nicht, ob es mit BMI-Link auch geht, aber ich habe das mit Kali auf jeden Fall schon mal gemacht. Und dann schaut natürlich, ob der Verschleiß passt, der Sitze, Lenkrad, Pedale, das kann man auch immer schon an so ein bisschen erkennen, wie das alles abgenutzt ist, ob das so alles passt zur Laufleistung. Also wenn jetzt der Kilometerstand jetzt 40.000 ist und das alles abgerockt oder so, dann wisst ihr genau, da stimmt irgendwas nicht. Und was wir was ihr noch machen könnt, es gibt auch so Findecoder, da gibt man die Fahrgestellnummer ein, da kann man die ganze Ausstattung sehen und auch das Baujahr und so. Und da kann man auch schon mal schauen, ob das wirklich so alles passt, was der Besitzer da reingeschrieben hat, bei Mobile zum Beispiel. Und dann ist es hier, das hat auch jemand schon geschrieben, also welche Motorisierung am Ende zusagt, muss der geneigte Käufer für sich selbst entscheiden. Es gibt keine Pauschalaussagen, das fand ich ganz gut. Die Tatsache, dass das Topmodell 328i gegenüber der Einstiegsvariante 316i in vielerlei Hinsicht deutlich anders ist, liegt schon in der Sache der Natur. Dennoch haben beide alle Motorisierungen ihre Daseinsberechtigung und ihre Vor- und Nachteile. Freude am Fahren ist ein komplexes Arrangement vieler der einzelnen Details und eine höchst individuelle Definition. Das Gefühl eines E36 zu fahren vermittelt alle Motoren. Das ist schon super geschrieben und besser kann man es nicht sagen. Also ihr müsst es selber entscheiden, was ihr nehmt und was ihr wirklich so, sag mal, ob ihr jetzt viel Stadt fahrt, ob ihr viel Autobahn fahrt, wollt ihr sehr viele Kilometer abreißen, wollt ihr ruhigen Motor haben oder wollt ihr lieber viel Auspuffsound haben oder so. Es gibt ja so viele Sachen, die man, natürlich kommt es auch immer auf den Preis an. Wenn man jetzt ein Schnäppchen macht, und das ist jetzt kein 328i oder so ein 320i oder so, aber ihr macht ein Schnäppchen und der Zustand ist super, dann würde ich lieber sowas nehmen, als jetzt ein runtergerockter 328i, wo man weiß, ja, man hat jetzt 192 PS und so und jetzt kann man auf Kacke hauen, aber das Ding fällt auseinander. Das bringt auch nicht jemanden weiter. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Fotos und Videos von meinen alten Modellen. Wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, würde mich natürlich super freuen. Zur Info, das ist Thomas 86, der hat mir auch nochmal geschrieben, das hatte ich auch nochmal natürlich reingeschrieben. Ja, hi, wegen der Kaufbereitung für den E36. Hinterachsaufnahmen können eingerissen sein, wie beim E46. Warnungsprobleme, Steuerkette, Ölverbrauch, alle Lager, Rostanschweller, Kanten, Fensterheber. Dann hat er mir die YouTube-Seite nochmal, die verlinke ich auch nochmal, die hatte ich dabei gelegt. Also danke Thomas nochmal, dass er uns da geholfen hat, weil er jetzt selber auch ein E36. Dann hatte ich hier noch der Dennis, der hatte auf meine Story geantwortet, da war ich im Schnee gerade, da hatte ich auch nochmal gefragt, was er da, also so einen Aufruf gemacht an euch da draußen. Wenn ihr Bock habt, schaut nochmal nach bei mir Instagram, m4life.m3. Also er hat auch geschrieben, Wagenhimmelaufnahmen, Hinterachslager und sonst Rost.
Wenn die Autos heißgestellt werden, ca. 15 bis 30 Minuten stehen und wieder gestartet werden, kann es vermehrt zu rasselnden Geräuschen kommen. Aus der Wand ist nicht schlimm, aber muss neu abgedichtet werden. Ansonsten Bläulager, nicht so schlimm wie beim 8-Zylinder der E92-Reihe, also E90-Reihe. Aber sollte man mal machen, da leider der Kolben der Ölpumpe sehr hohen Verschleiß hatte. Hängen bleibt und so den Motor nicht ausreichend versorgt. Wird ein Riesenproblem. Sorry, einfach runtergeschrieben, ohne Zeichen. Ja, alles gut, Dennis. Danke dir nochmal. Ja, sehr cool, dass ihr uns da draußen so hilft. Und da hatte mir noch jemand geschrieben, der Moritz. Der liebe Moritz, danke auch nochmal. Generell Korrosion nicht nur auf eine gute Karosserie achten, sondern auch auf beispielsweise nicht korrodierte Ankerbleche. Innenraum generell. Dabei ist nicht nur der Dachhimmel, sondern auch beim Coupé hinten die Seitenverkleidung und Inlays problematisch. Das Leder der Verkleidung zieht sich gerne zusammen und drückt die Inlays raus. Danke dir nochmal. Also das ist sehr, sehr cool, dass ihr da uns unterstützt habt mit den ganzen Infos. Und jetzt gucken wir mal meine Fotos und an die ich damals noch hatte. So, und dann gucken wir mal hier. Ja, das Problem ist, damals gab es noch nicht so gute Handykameras, deswegen sind manche Auflösungen ziemlich klein und wenn ich die jetzt vergröße, dann wird es ja pixelig. Deswegen bitte entschuldigt das nochmal. So, also es war auch mal, ich glaube, das war 325i, den ich damals machte. Und ja, war schon sehr cool. Jetzt gucke ich mal. Ja, das ist dann auch ein bisschen klein alles noch, aber seht ihr auch nochmal schöne Felgen. Ich glaube, das war BBS-Felgen. Das war damals einfach so cool und hat super viel Spaß gemacht. Mit Schwarz, schöne Felgen, ja, reicht das schon aus. Dann hatte ich hier noch die M-Spiegel dran. Angel Eyes hier, das fand ich auch sehr, sehr cool. M-Paket. Und das war natürlich Schaltung, war das hier. Hier seht ihr Alu-Pedalerie. Ist schon ganz witzig, wenn ich das nochmal so sehe. Hier nochmal eine Großaufnahme. Hier seht ihr auch nochmal, das war das Cabrio M halt. Das war wieder ein anderes Modell. Ja, den hatte ich mir auch mal angeschaut damals. Den wollte ich auch eigentlich kaufen, aber der war total runtergerockt. In Hamm stand der. Dann, ja, hier, das war auch ein sehr schöner Wagen. Ich glaube, das war auch ein 328i Cabrio. Aber hier seht ihr es auch natürlich hier Rost total an den Radläufen. Aber was natürlich geil war, er hat einen G-Power-Auspuff gehabt und das hat mir schon wieder ausgereicht. Also schöne Felgen, den wollte ich nur tiefer legen, G-Power-Auspuff. Ich hatte natürlich schön aufbereitet, gepflegt und dann habe ich den wieder gut verkaufen können. Aber der Rost war schon echt übel. Hier sieht es auch nochmal ein bisschen G-Power. Da auch nochmal eine Großaufnahme gemacht. Ah, der Sound war einfach so genial. Ah, da hat er schon ein paar Kratzer gehabt. Die andere Seite hatte auch Rost, seht ihr es ja an den Radläufen. Einfach der Hammer. Ja, hat hier noch ein paar Fotos gemacht. Natürlich für die Verkaufsannonce immer die besten Fotos machen. Aber seht ihr schon das Schlieren und hier, also polieren wäre nochmal angebracht gewesen. Aber finde ich schon sehr, sehr schön. Könnt ihr nochmal drunter schreiben, was ihr davon haltet, von dem Wagen. Ja, natürlich die LED-Rückschein, also Rückleuchten, das war auch sehr cool und sehr modern damals. Guck mal, wo ich noch ein Soundvideo habe. Rost, 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 Sitze. Ja, das war wieder mein Baby, mein bester E36 damals. Ah, auch 328i Cabrio. Sehr schön, also ich hatte so viel Spaß damit. Ich komme mir gerade vor wie 20. Nee, ist schon echt schön. Also könnt ihr auch mal drunter schreiben, was ihr von dem Wagen haltet. Also war echt ein Traumwagen. Ich glaube, die Felgen, Brayton-Felgen waren das damals. Ja, auf jeden Fall super Zustand. Kaum was abgegriffen, ja. Ach ja, sehr schön. Da habe ich natürlich hier auch immer schön eingeschmiert, die Reifen und so alles. Ja, das war mein Katastrophenwagen. Wie gesagt, das Video habe ich hier oben rechts verlinkt. Einfach eine Schrottbude. Hätte ich nie gekauft damals, aber naja. Nächstes Mal jung, dann macht man auch mal Fehler. Das seht ihr ja auch nochmal, der Fokus ist jetzt nicht so gut, Autofokus hier, wenn es dunkel geworden ist. Aber damals gab es noch nicht so schöne Handys. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut für die Dame. Ach, einfach nur krank. Voll am Übersteuern als Mikro, aber damals hatte man nichts anderes. Ach ja. Also hier könnt ihr es nochmal sehen, dass der 7er von meinem Vater, 47i hatte er ja, und mein Bruder hat den 320i gehabt, total umgebaut auf E46, zeige ich euch gleich nochmal. Ja, das ist natürlich unser Kunde. Ja, die ganzen Kunden von mir halten mich auch alle für bekloppt.
Hat die noch kurze Haare, oh mein Gott. Gott, ist das verrückt, aber sehr geil. Da steht mein Bruder mit seinem 323 war das. Total verstrahlt, wir beide. Liegt wohl in der Familie, Mensch. Von Anfang an nur BMW verseucht. Das ist ja von meinem Bruder. Aber der war so tief, ich glaube, der musste so lange im Wald fahren. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also wäre sehr, sehr cool, mal wieder so in die Zeit zurückzureisen. Also wie ihr sehen könntet, hatte ich auch diese Modelle gehabt und ich hoffe, euch konnte damit helfen. Lasst einen Daumen da oben da, würde mich super freuen. Und Abos natürlich auch super gern gesehen, damit wir schnell die 20.000er Marke erreichen. Und ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Demnächst mache ich dann auch mal das gleiche nochmal für den E46 Karosserie und für den E46 M3. Deswegen abonniert meinen Kanal, verpasst das Video nicht und ja. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis die Tage, haut rein. Ciao.